Ich kann mir vorstellen, dass du manchmal in Gesprächen mit Frauen bist und es am Anfang relativ gut läuft. Du magst sie, sie ist attraktiv, sie ist eventuell genau dein Typ von Frau. Du siehst sie, du willst mit ihr über bestimmte Dinge reden, doch dann, die gehen die Gesprächsthemen aus. Du weißt nicht mehr, worüber du reden sollst. Am Anfang lief es noch, aber dann plötzlich, du hast einen unnötigen Druck auf dir. Du hast das Gefühl, du musst irgendwas Bestimmtes sagen und es ist unangenehm. Sie guckt dich an, weiß nicht genau, wie sie mit dieser Situation umgehen soll und dann am Ende, sie schreibt dir eventuell nicht mehr. Dieses gesamte Treffen, es verläuft im Sande, sie ist nicht mehr da, sie ist nicht mehr präsent und du fragst dich, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Warum ist das passiert? Warum finde ich keine Gesprächsthemen? Weil ich meine, ich finde ja auch mit anderen Leuten Gesprächsthemen. Worüber soll ich reden? Was kann ich da machen? All diese Fragen, das werden wir heute in diesem Video beantworten. Mein Name ist Matt. Ich helfe vielen beschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder der falschen Partnerin zu verschwenden. Heute in diesem Video soll es um Gesprächsthemen gehen. Vier Schritte habe ich aufgeschrieben, die werden wir durchgehen. Guck dir das gesamte Video an, um den Mehrwert zu bekommen. Versuche es zu implementieren in dein Leben und gib dich nicht mit dem Status quo zufrieden. Weil es kann nicht sein, dass du dir so viele Chancen mit Frauen vergehen lässt, einfach nur, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Das kann ja nicht sein. Abonnier den Kanal, daneben findest du eine Glocke, aktiviere diese. Viel Spaß mit dem Video, gib dem Video einen Daumen nach oben. Let's go. Das, was ich dir als erstes erklären werde, ist ein Konzept auf der Metaebene. Deswegen versuch dran zu bleiben und zu verstehen, warum ich das mache. Gesprächsthemen Nummer 1, warum brauchst du sie überhaupt? Das ist eine Sache, die viele Leute nicht verstehen, die viele Leute nicht nachvollziehen können. Weil stell mal vor, du bist im Gespräch mit einer Frau, du redest mit ihr, du hast das Gefühl, es läuft. Doch an einem Punkt, sie interessiert sich nicht mehr für das Gesprächsthema. Du bist eventuell nicht mehr davon so begeistert, du siehst ihre Augen, sie funkeln nicht mehr, sind mehr auf Halbmast. Und du weißt nicht genau, wie du mit dieser Situation umgehen sollst. Du weißt nicht genau, was du sagen kannst oder sollst. Was ist das Nächste, was gut wäre? 93% deiner gesamten Konversation ist deine Subkommunikation. Es ist nicht, ganz wichtig, es ist nicht das, was du sagst, sondern es ist, wie du es sagst. Stell mal vor, ich würde jetzt hier sein, ich würde mit dir reden und ich würde einfach nur ganz stumpf die Zahlen und die Fakten dir geben. Ich würde sagen, dass 93% der Konversation nonverbal ist und 7% der Konversation. Wer hört sich sowas an? Niemand. Es ist langweilig, es ist uninteressant, es ist unangenehm und es ist unnötig. Wenn du mit einer Frau über die letzten Aktien reden willst oder Themen, die politisch angelehnt sind, ja, das sind Dinge, die eine Frau natürlich auch interessieren können, aber du triffst dich nicht mit der Frau, um mit ihr einen logischen Austausch zu haben. Du triffst dich mit der Frau wegen dem, was darunter liegt. Und das, was darunter liegt, ist der Spaß. Das, was darunter liegt, ist die Tatsache, dass du mit ihr in eine Konversation gehst, damit sie und du, damit ihr zwei eine gute Zeit habt. Weil das ist der gesamte Sinn von Erfolg mit Frauen. Ich sehe die ganze Zeit diese Macho-Flirt-Coaches, Trainer, Berater, die da so sitzen. So, okay, dann musst du das machen. Die Stimme 2 Oktaven tiefer gemacht und du hörst, dass es einfach nicht authentisch ist. Du hörst, dass es nicht angenehm ist. Du hörst, dass es nicht interessant ist, weil wir haben dieses komische Bild davon, dass wir irgendwas Bestimmtes machen müssen, irgendwas Bestimmtes sagen müssen, damit die Frau uns mag, es besonders ist. Aber frag dich mal, warum du das Gesprächsthema überhaupt brauchst. Frag dich mal, warum du überhaupt wissen musst, was das Nächste ist, was du sagst. Warum ist dir das so wichtig? Weil du nicht vertraust, dass das, was du sagst, wirklich gut genug ist. Und das ist der eigentliche Fehler. Das heißt, das musst du ändern. Weißt du, ich bekomme auch im Mentoring-Programm oftmals die Frage, Matt, worüber soll ich reden? Und wenn wir das darunterliegende Problem lösen, die Konversationen bei den Männern gehen so, ohne Probleme. Sie denken nicht darüber nach, okay, was kann ich hier sagen, was kann ich da sagen? Nein, es ist interessant, es ist witzig, weil die Subkommunikation stimmt, weil es einfach vom Vibe her stimmt und du das Gefühl hast, dass die Person sich nicht dabei langweilt. Okay? Punkt Nummer 1, warum brauchst du diese Gesprächsthemen überhaupt? Relativ klar, du denkst, dass du nicht gut genug bist, dass das, was du sagst, nicht gut genug ist und so weiter. Wenn das Problem gelöst ist und dieses Problem muss gelöst werden,
Kommst du zu Punkt Nummer zwei, den Fehler, den absolut jedermann macht. So, angenommen, du siehst draußen auf der Straße eine Frau, du sprichst sie an, du kommst eventuell sogar ins Gespräch mit dieser Frau. Es läuft, du hast das Gefühl, ey, ist angenehm, das kann ich mir vorstellen, da kann ich mir vorstellen, mit ihr in eine nähere Interaktion zu gehen, aber dann plötzlich was machst du eigentlich? Was studierst du? Als was arbeitest du? Ah, okay. Wo bist du gerade auf dem Weg hin? Was tust du? Das ist super langweilig. Das ist super anstrengend. Stell mal vor, ich würde jetzt mit dir reden und ich würde dir die ganze Zeit über Fragen stellen. Ich würde dir die ganze Zeit sagen, ah, was machst du denn hier? Was ist denn hier los? Was machst du da? Als was arbeitest du? Es zieht. Es ist unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Die meisten Männer, die stellen Fragen. Die tun so, ja, weißt du, ich muss ja einen Informationsaustausch mit der Frau haben. Nein, nicht wirklich, nicht am Anfang. Das Problem ist folgendes. Stell dir mal vor, du hast ein Kreuz, okay? Was die meisten Männer machen ist, sie versuchen sofort in die Tiefe zu gehen, weißt du? Du zum Beispiel, du denkst wahrscheinlich auch von dir, sehr wahrscheinlich, weil das tun die meisten, ich bin eine sehr tiefgehende Person, weißt du? Ich interessiere mich für all diese Themen, diese Konzepte und so weiter. Und dann willst du mit dieser Frau über diese Dinge reden, aber du merkst, dass da gar nichts wirklich läuft. Und dann bist du so, okay, die interessiert sich nicht dafür. Ich habe ein relativ gutes Beispiel dazu. Wir waren letztens, also meine Freundin und ich, waren in Düsseldorf und haben Ramen gegessen. Das ist diese Nudelsuppe. Habe ich vorher noch nie wirklich gegessen, habe es einmal probiert, es war super angenehm. Ich fand es echt geil. Ich gucke mir ein Gespräch zwischen zwei Menschen an. Frau, Mann. Beide um die 24, 25, haben einen, ich sag mal, etwas nerdigeren Touch von dem Aussehen her, von dem Outfit her. Ich gucke mir die an und bin so, okay. Die wirken nicht wirklich so, als würden sie sich gegenseitig dafür interessieren, was die andere Person denkt. Weil der Typ, also mit nerdig meine ich typisch Brille, ne, Haare relativ weit unten, hatten wahrscheinlich über irgendein Meeting geredet und danach haben die über persönliche Dinge ein bisschen was hin und her erzählt. Und was ich dann halt sehr, sehr faszinierend fand, ist, dass die Frau, während der Typ geredet hat, dass die Frau dem gar nicht zugehört hat. Die war die ganze Zeit hier am Handy und war so, ah, okay, Und das hat sie nicht gejuckt, das war relativ unentspannt. Sie war so, ja. Und der Fokus, er war gar nicht auf dem Typen. Und eventuell ist es bei dir auch so, dass du das Gefühl hast, dass die Frau sich gar nicht dafür interessiert, dass das, was du sagst, nicht gut ist. Weißt du, warum die sich nicht dafür interessiert? Warum die meisten Frauen sich nicht dafür interessieren? Du stellst entweder zu viele Fragen oder, und damit kommen wir automatisch zu Punkt Nummer 3, du sprichst Themen an, die sie nicht interessant findet. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. Du hast hier die Themen, die du interessant findest, okay? Dann hast du hier die Themen, die sie interessant findet. Und du redest über das hier. Du redest eventuell über eine Sache, die absolut keine Relation zu ihr hat. So, und dann verfängst du dich in dem Thema. Und ich habe ja gesagt, die meisten Leute wollen sofort in die Tiefe gehen. Aber was du erstmal machen musst, du musst in die Breite gehen. Du musst diesen Smalltalk drauf haben. Diese Leichtigkeit, diesen Witz, diesen Humor, das musst du hier drauf haben. Du musst eine gewisse Leichtigkeit reinbringen. Und das kriegst du nur hin, wenn du, wie in Punkt Nummer 3, das Maschinengewehr bist. Das heißt, du versuchst, über alle möglichen Themen zu reden, die dich interessieren, und guckst dann, wo genau die Schnittstelle ist. Und diese Schnittstelle ist das, wo du in die Tiefe gehen kannst. Dann kannst du darüber reden. Kleines Beispiel. Das war vor einer Woche, glaube ich. Ich war im Rewe, ich habe ein bisschen was eingekauft, habe neben mir eine sehr, sehr attraktive Frau gesehen. Und die war edel gekleidet, hatte Stil. Also das war wirklich angenehm. Ich rede kurz mit ihr und ich merke, dass sie sich erstmal gar nicht dafür interessiert hat, für das, was ich gesagt habe, weil ich wahrscheinlich zu sehr hier war. Doch dann habe ich das Thema Ernährung angesprochen.
habe das Thema ketogene Diät angesprochen. Und sie war sofort drin. Und dann haben wir darüber geredet. Wir waren im Rewe, haben noch zusammen eingekauft. Sie war so, ey, ich mag dich, du bist wirklich sympathisch. Hat sie mir dann noch gesagt. Aber wäre ich sofort in die Tiefe gegangen, anstatt einfach weiter zu versuchen zu gucken, wäre ich hier in die Tiefe gegangen, hätte ich absolut keine Connection mit ihr, hätte ich absolut keine Verbindung mit der Frau. Und was würde dann passieren? Wäre nicht angenehm. Sie wäre dann so, oh, okay, ich kann mit dem Typen nichts anfangen. Okay, ganz, ganz wichtig. Du redest über viele Themen, gehst erstmal in die Breite, dann in die Tiefe, um die Schnittstellen herauszufinden. Punkt Nummer 4 und wahrscheinlich der absolut wichtigste Punkt von allem, weil das haben die meisten Leute überhaupt nicht auf dem Schirm. Hab Spaß. Guck, du guckst dir diese Videos an, du bist der Überzeugung, so okay, ich muss was daran ändern, ich bin der Typ, der sich persönlich weiterentwickeln will, ich bin der Mann, ich bin der Typ, ich bin dieses Alpha, ne, und da haben wir gerade eben bereits drüber geredet, dieses ganze Alpha-Macho-Gehabe. Du hast all das im Sinn und sagst dir, ja, unfassbar krasse Dinge muss ich tun, um die Frau, nein, wie wär's, einfach nur von der Idee, dass du erstmal Spaß hast. Weil du triffst dich nicht mit der Frau, um eine logische Konversation zu haben über all diese Dinge. Du triffst dich nicht mit der Frau, um über die neuesten Geschehnisse in der Welt zu reden. Du triffst dich mit der Frau natürlich unter anderem, um das zu tun, aber um mit ihr eine gute Zeit zu haben. Und diese gute Zeit kannst du nur haben, wenn du Spaß hast. Diese gute Zeit kannst du nur haben, wenn du der Überzeugung bist, ey, weißt du was? Ich will loslassen, ich will darüber reden, ich will über verschiedene Dinge reden und mich dafür begeistern. Und ich will dich ganz ehrlich fragen, hast du ein bisschen das Gefühl, dass es dir mehr an der Breite fehlt, dass es dir ein bisschen mehr an dem hier fehlt? Weil wenn ja, dann musst du daran arbeiten. Das ist eine Fähigkeit und das verstehen die meisten nicht. Ja, ich bin nicht der Typ, der nur so ein bisschen über alles Mögliche redet. Damit sagst du nichts anderes als, ich bin nicht der Typ, der Spaß hat. Und ganz ehrlich, ich will nicht mit einer Person in meiner Freizeit abhängen, Spaß haben, meine Freizeit verbringen, wenn diese Person die ganze Zeit super engstirnig und seriös und auf gut Deutsch einfach einen Stock im Arsch hat. Oder willst du das? Du magst auch die Leute, die Spaß haben, die dich mitnehmen können auf eine Reise, die abenteuerlich sind. So eine Person willst du sein. Hab deine Tiefe, hab aber genauso die Breite. Weil die Breite ist das, was die Frau anzieht, die Tiefe ist das, was die Frau da bleiben lässt. Wenn du das hier sofort zeigst, tust du genau das, was alle anderen tun. So, und wenn du das lernen willst, vernünftig, wenn du deine Kommunikation auf nächstes Level bringen kannst, damit, weil es ist eine Fähigkeit, wenn du dir nicht mehr in Gesprächen sagen willst, oh, ja, was soll ich sagen, was ist das Nächste, was ich machen kann, was ist das Nächste, was ich ihr mit auf den Weg geben kann, oh, wenn wir uns wiedersehen, ich weiß plötzlich nicht mehr, worüber ich schreibe, das ist halt auch ein Witz, ne? Dieses Ganze, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich mit ihr schreiben soll, was soll ich eigentlich tun. Wenn du solche absoluten, dämlichen Probleme nicht mehr haben willst, sondern mal diese gesamte Frauengeschichte vernünftig, nicht Larifari, sondern vernünftig durchgehen willst, sodass es drin ist, sodass du deine Erfahrungen machen kannst, Frauen kennenlernen kannst, Frauen mit dir Spaß haben, dass du nicht der Typ bist, der einfach nur der seelische Mülleimer ist oder das emotionale Tampon, wenn du nicht so jemand sein willst, sondern jemand sein willst, der einfach eine gewisse Männlichkeit, eine gewisse Anziehung, eine gewisse Stärke ausstrahlt. Wenn du so jemand sein willst und daran arbeiten willst und das immer und immer weiter verbessern willst, sodass das Thema mit den Frauen einfach nur ein kleines Thema ist und was dann gegessen ist, trag dich ein fürs kostenlose Erstgespräch. Ich lade dich dazu ein. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link. Das ist der erste Link. Trag dich ein. Wir gehen über deine gesamte Situation, schauen, wo dein Problem ist, schauen, was man da machen kann, weil der Status quo, der ist nicht gut. Weil ich gehe davon aus, dass du dir dieses Video anschaust, weil du einfach mehr aus deinem eigenen Leben haben willst. Und dass du dir nicht sagen willst, wenn du älter bist, oh verdammt, warum bin ich jetzt mit Jenny zusammen? Jenny, also die war zwar da, aber ich fand sie nie wirklich so attraktiv und sie hat nicht wirklich die Charaktereigenschaft. Warum bist du dann mit ihr zusammen? Warum nimmst du dann die erstbeste Option? Weil du Angst hast, dass nichts anderes kommt. Aber wenn das hier da ist, wenn du das hier verstehst, wenn du deine Glaubenssätze vernünftig durchgehst, wenn du die Fehler vermeidest und wirklich Spaß haben kannst und das leicht nimmst, weil das ist das Ziel des Ganzen,
Du musst nicht krass einfach Macho sein und die ganze Zeit so dastehen. Musst du nicht. Du kannst auch einfach ganz normal und ganz cool sein. Wenn du das haben willst und das vernünftig lernen willst, unten in der Videobeschreibung, erster Link, trag dich ein fürs kostenlose Erstgespräch. Wir hören uns das nächste Mal. Vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Dein Matt.